Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tutorial-Serie über den Hive-2-Synthesizer in der Version 2.1 von Yuhi. Das ist die dritte Episode und in dieser Episode geht es um Filter und Routing. Aber legen wir doch einfach mal los. So, hoch. In dieser Episode geht es um den Filter. Ich initialisiere das alles hier mal ganz schön. Und das ist dieser Bereich hier. Und natürlich auch auf der anderen Seite dieser Bereich hier. Und damit wir das wieder alles schön sehen, mache ich das vielleicht etwas größer. Ungefähr so. Das sollte, glaube ich, was reichen, oder vielleicht dann doch noch mal ein Stückchen größer. Mal gucken, vielleicht reicht es einfach vom Platz her. Ja, das reicht auch. So. Das ist der Filter von dem Hive 2. Und hier habe ich die verschiedenen Filtermodi und fangen wir einfach mal ganz oben an. Hier bei dem Filter kann ich den Filter auf Solo stellen und beim Hive 2 gibt es eine Besonderheit vielleicht, und zwar muss jeder Oszillator durch einen Filter geroutet werden. Das heißt, wenn ich keinen Oszillator in irgendeinen Filter, einen von den beiden da reinschiebe, dann hört man auch nichts. Ich drücke jetzt einen Taster und hier oben im Display sieht man MIDI, aber da kommt nichts an. So, erst wenn ich einen Oszillator auswähle, kommt was an. Jetzt habe ich hier noch einen Delay am Start und ein Reverb und das muss ich natürlich rausnehmen. Das geht natürlich so nicht. So, auf der rechten Seite habe ich hier das Scope eingeschaltet und dann sehe ich zum Beispiel, wenn ich etwas spiele, wird mir das schön grafisch dargestellt. So, und zwar gibt es hier bei dem Filter dann die Möglichkeit, den auf Solo zu stellen, dass ich nur diesen Filter bzw. nur die Oszillatoren oben höre. Oder ich kann bei dem Filter natürlich auch nochmal auf diesen Pfeil runter klicken und kann jetzt alle Filtereinstellungen kopieren oder einfügen, paste. Oder ich kann die sämtlichen Filtereinstellungen hier speichern oder mir im Datei-Explorer angucken. Ich kann das initialisieren mit dem Initfilter 1 oder Initfilter 2 oder ich kann bestimmte abgespeicherte Presets hier aufrufen. So, dann hier natürlich alle möglichen Filter bzw. Oszillatoren kann ich einschalten. Ich kann eben den Oszillator 1 und den Sub 1 hier durchrouten und ich kann Oszillator 2 und Sub 2 von der rechten Seite hier durchrouten. Und was ich noch machen kann, ich kann nämlich auf der rechten Seite, gibt es hier noch einen zusätzlichen Filter. Ich kann den Filter 1 durch den Filter 2 durchrouten. Das heißt, das ist nochmal die Besonderheit des Filter 2. Und wenn ich das mache zum Beispiel, könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte den Filter 1 durch den Filter 2 routen. Aber ich höre auch den Filter 1 hier an dieser Stelle auch. Das heißt, ich kann jetzt einfach hingehen und kann jetzt sagen, okay, ich leite Oszillator 1 und Sub 1 durch den Filter 1, höre auch den Filter 1, leite den aber nochmal durch den Filter 2 hindurch und habe da dann vielleicht einfach andere Filtereinstellungen am Start. Ich kann natürlich auch hingehen und den Filter 1 hier komplett ausmachen mit dem Volume-Schalter oder Drehregler, dann geht der Filter 1 direkt in den Filter 2 und man hört nur den Filter 2. Das heißt, ich kann hier Veränderungen in meinem Filter machen, aber der Filter 1 selber klingt nicht, sondern das geht alles erst nochmal durch Filter 2. Das heißt, ich kann ja so ein Audio-Routing einstellen, erstmal dadurch, dass ich die verschiedenen Oszillatoren in die verschiedenen Filter reinroute und dann zum Beispiel sage, Filter 1 klingt oder klingt nur zur Hälfte oder klingt gar nicht und geht dann durch den Filter 2 raus. So, schalten wir das hier wieder auf Normal und jetzt haben wir auch wieder unsere Sägezahnwelle.
So, standardmäßige Einstellungen bei den Filtern sind hier Cutoff-Frequenzregler und der Resonanzfrequenzregler. Das steht auch immer schön hier oben im Display drin. Dann kann ich das Input-Signal verstärken um 12 dB oder absenken um ebenfalls 12 dB. Natürlich kann ich hier dann mit dem Volume-Regler auch wieder da gegenhalten, falls es dann zu laut wird, aber so könnte ich zum Beispiel versuchen, extrem laute Signale in den Filter rein zu schieben, sodass die, dass hier unter Umständen auch nochmal Obertöne entstehen. Was man bei den Filtern auch nochmal beachten muss, ist hier die Synth Engine hier. Je nach Filtereinstellung kann das nochmal unterschiedliche Ergebnisse geben, wenn man hier auf Clean, Normal oder auf Dirty stellt. Dann gibt es hier noch den Modulator Mod Envelope, das ist der hier zum Beispiel. Wenn ich den hier auf 1 stehen habe, dann kann ich hier Pluswerte einwählen oder Minuswerte hier einwählen. Das heißt, bei Pluswerten habe ich das so wie hier dargestellt. Bei Minuswerten muss ich mir das andersrum vorstellen. Das macht durchaus Sinn, das ab und zu mal auszuprobieren. Dann kommen schöne Ergebnisse raus. Und ich kann hier bei dem Filter 1 auch sagen, nee, nehmen wir nicht den Mod 1, sondern den Mod 2 von der anderen Seite hier. Dann wird der hier genommen. Und auf der Seite kann ich das nämlich genauso einstellen, dass der Filter 2 vom Mod 1 getriggert wird oder auch vom Mod 2. Und dasselbe gilt hier für den LFO und damit ist dieser LFO hier gemeint. Das heißt, ich kann hier einfach den Wert, den Amount, wie viel dieser LFO die Cutoff-Frequenz triggern soll. Das macht nämlich hier der Mod Envelope auch. Der triggert hier die Cutoff-Frequenz. Doppelklick kriege ich das wieder rein. Wenn ich zum Beispiel nicht so starke Bewegungen machen will, kann ich die Shift-Taste vordrücken, dann die Maustaste und dann ganz langsam ziehen. Ich mache das mal so, dann sieht man nämlich hier das Display und jetzt kann ich hier ganz kleine Werte hier einwählen beziehungsweise große Werte und bevor ich das tue, immer erst die Shift-Taste drücken und dann den Drehregler rein. Das geht ja bei jedem Drehregler. Machen wir hier alles wieder auf normal. Dann gibt es den Key-Follow-Regler und der Key-Follow-Regler macht nichts anderes, als wenn ich den auf 0 gestellt habe und ich stelle hier was an dem Filter ein. Dann bleibt der Filter starr an dieser Position, egal an welche Taste oder welche Tonhöhe ich drücke. Schalte ich zum Beispiel den Key-Follower voll auf 100, dann wandert der Filter immer mit der Tonhöhe. Das macht unter Umständen sehr viel Sinn bei unterschiedlichen Filtern. Ansonsten bekomme ich ganz, ganz unterschiedliche Werte oder Sounds. Kann natürlich auch beabsichtigt sein, aber je nachdem möchte ich das nicht. Das heißt, den Key-Follower immer mit in Betracht ziehen, wenn man mit Tonhöhen auch arbeitet. Und dann natürlich das Volume, was ich schon mal erklärt habe, ist die Ausgangslautstärke des Filters. So, hier habe ich jetzt einfach mal einen Sägezahn hier am Start. Und jetzt kann ich hier die Liste der Filter mir mal aufklappen und klar mit Bypass, da geht einfach der Sound durch den Filter durch. Dann gibt es einen Low-Pass-Filter. Der schneidet einfach die hohen Frequenzen ab und lässt nur noch die Tiefen durch, deshalb Low-Pass, also er lässt die Tiefen passieren. Mit einem 24er Flankensteilheit Slope hier. Und natürlich kann ich auch die Resonanz hier an der Ecke hochziehen. Und wie gesagt, je nach Synth Engine kann das auch nochmal unterschiedlich sich anhören. Und
Und als nächstes habe ich dann ein Low Pass 12 mit einer 12 dB Flankensteilheit. Und auch wieder mit einer Resonanz. Da hat man schon durch die, mit der Synth Engine gibt es wieder unterschiedliche Werte und das geht fast bei allen oder bei allen Filtern ist das so. Dann gibt es den Bandpass, der ja nur, der rechts und links quasi, also tiefe und hohe Frequenzen abschneidet, mit dem man dann hier so durch die Frequenz durchsweept und hier gibt es natürlich auch wieder eine Resonanz. Und als nächstes ein High-Pass-Filter, also der dann nur noch die hohen Töne durchlässt. Müssen wir ganz aufmachen hier erstmal. Also er schneidet die tiefen Frequenzen ab und lässt nur noch die hohen Frequenzen passieren. Als nächstes gibt es ein Band Reject und der Band Reject wird als quasi Gegenteil von dem Bandpass im Handbuch beschrieben. Und der ist jetzt auch hier interessant, wenn ich das jetzt mal hier so reinpacke. Dann gibt es hier so einen Notch. Den kann ich natürlich hin und her schieben. Wenn ich den weiter drücke, gibt es hier so einen Bell. So. Und gehen wir mal weiter. Hier gibt es den Peaking und der Peaking wird beschrieben als quasi ein Bypass mit einem Peak hier drin. Und den kann ich mit dem Resonanzfilter hochschieben und mit dem Cutoff hin und her schieben. Kann man schöne Sachen mitmachen, gerade so mit Reverb und Delay. So, und dann kommen wir zu drei Comp-Filtern, den Comp, den Dissonant und den Reverb. Und da muss ich auch so ein bisschen ins Handbuch gucken. Und vielleicht auch den Comp mal einfach auswählen, weil die Anzeige ändert sich dann hier. So ein Comp-Filter ist ja im Prinzip nichts anderes als ein kurzes Delay. Ein Kammfilter heißt zwar Kammfilter, aber ist eigentlich ein Delay. Und wenn ich jetzt einen Ton drücke und den langsam reinschiebe, hört man, wie der da so ein bisschen reinkommt. Und das Witzige ist, wenn ich einen Ton drücke und den reinschiebe, war es auf jeden Fall gerade witzig. Gab es gerade in dem Moment eine Schwebung. Die ist jetzt leider weg. Ich mache jetzt mal den Random hier weg und gehe mal auf Reset. So, und bei den Comp-Filtern ist das so, dass dieser Damp-Regler das Feedback in den Comp-Filter reduziert. Klingt so ein bisschen wie so ein Low-Pass-Filter, also der die Höhen rausschneidet und nur noch die tiefen Frequenzen durchlässt. Und bei dem Comp selber wird hier in den ersten 50% von der Ratio wird noch ein zusätzlicher Comp-Filter mit reingebracht und ab 50% werden die beiden Filter einfach nur vom Delay her ein bisschen verlängert. So, das hört sich jetzt alles nicht so spektakulär an. Aber interessant wird es, wenn man hier an dem Cutoff rumspielt. Und an dem Resonanz. Und jetzt lohnt sich zum Beispiel auch den Key Follower mal komplett einzuschalten.
Und bei den Kompfiltern ist auch nochmal so eine Sache, da lohnt sich manchmal wirklich in ganz, ganz Minischritten Sounds zu suchen. Das, was ich jetzt hier mache, ist in Riesenschritten. Ich lasse jetzt gerade mal einen Ton laufen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Machen wir einfach nochmal. Was ich hier jetzt auch machen kann, ist, ich kann Mod Envelope und LFO, das ist dieser LFO hier, wie vorhin erzählt, kann ich hier so ein bisschen reindrehen, damit er diesen Cutoff so ein bisschen hin und her wackeln lässt. Das mache ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig und lasse den Ton wieder spielen. Vorsichtig ist das nicht. Ich schalte den jetzt hier mal auf Sync und nehme jetzt mal so einen Takt. Jetzt hier mal die Rate ein bisschen verändern. Vielleicht ein Sinus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Mod Envelope nochmal mit reinnehme. Oder eben auch andersrum. Kann ich hier ins Pause mal von minus 12? Kann ich so Quietschegeräusche machen? Also ich kann mit dem Kompfilter, wenn ich da vorsichtig suche und je nach Resonanz einstelle, kann ich da richtig schöne, interessante Sounds finden, auch teilweise ziemlich metallische Sounds. So, gehen wir mal weiter auf den Dissonant. Das ist auch wieder ein Kammfilter, also ein Kompfilter. Und da wird beschrieben, dass der Dämpffilter wie ein Low-Pass-Filter funktioniert. Man hört ganz gut, wenn ich mit dem Ratiofilter hoch und runter gehe, wird der Pitch geht ein bisschen tiefer und der Kammfilter, das Delay wird ein bisschen länger. Das ist vielleicht nicht ganz einfach zu hören. Und ich kann natürlich auch diese ganzen Parameter hier zum Beispiel mit dem LFO hier steuern, dass ich das hier zum Beispiel einfach variiere.
kann da wunderbar herrlich schräge Sounds mit basteln. Wird beschrieben als hervorragend für metallische und perkussive Sounds. Und dann mache ich das hier mal, nee, lasse ich das einfach mal. Dann gehe ich auf den Reverb, das auch wieder ein Kammfilter ist. So kurz mal wieder raus. Dann hört man den Originalsound. Und hier jetzt einfach nochmal so ein Delay dazu. Ich kann es ja mal eben schnell machen. Einen Delay dazu und vielleicht noch einen Reverb. So, dann machen wir hier Delay und Reverb wieder raus, damit wir die Originalsounds hören. Und dann gibt es noch das Sideband. Und machen wir hier den LFO wieder raus, damit wir wieder Original haben. Und das Sideband wird beschrieben als eine Amplitudenmodulation. Das heißt, hier wird die Sägezahn mit einem Frequenzshifter bearbeitet. Entschuldigung. Und hier kann man die Phase nochmal verschieben, je nachdem, wenn man das braucht. Das heißt, ich müsste jetzt hier vielleicht einfach noch mal den Dauerton anmachen. Thank you.
Zug gerade. Es gab eine schöne Stelle, die finde ich jetzt leider gerade nicht. Man kann da wunderbare Sachen machen mit irgendwelchen Blubbergeräuschen und natürlich synthetische Stimmgeräusche und so weiter. Ich finde das jetzt gerade nicht. Das ist jetzt gerade mal ein bisschen schade. Vielleicht muss ich den mal ganz aufmachen hier. Das jetzt hier nochmal anmache. Naja, und so weiter und so fort. Also da kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen und hier im Feintune-Modus die Knöpfe verändern, inklusive einfach die verschiedenen Modulationen des LFOs oder des Mod-Envelopes, entweder 1 und 2, durchgehen und sich da eine herrliche Zeit machen, um die Sounds zu finden. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant und auch gerade, wenn man dann hier den Key-Follow einstellt, kann man wunderbare Sounds einstellen, gerade bei diesen. Und eben dann auch mit den verschiedenen Phasen hier arbeiten. Zwitschert ein bisschen. Ist echt schade, dass ich dieses Blubbergeräusch da jetzt gerade nicht finde, aber vielleicht liegt das auch. Vielleicht muss ich nochmal ein letzter Versuch nochmal und dann. Na, vielleicht ist es tatsächlich da gerade. Nicht wirklich das Blubbergeräusch, aber das war so in die Richtung gehend. So, und dann gibt es noch eine Sache, und zwar hier diesen Link, den habe ich schon mal erklärt im Zusammenhang mit dem Oszillat, mit den Oszillatoren. Und hier ist auch so dass die Sache, dass diese Grundeinstellung quasi auf der anderen Seite, auf der anderen Seite genommen wird. Und hier kann man dann einen weiteren Offset einstellen. Das heißt, von dem Grundwert von da drüben wird dann einfach ein Offset, also ein zusätzlicher Wert
zusätzlich kann bedeuten ein Pluswert oder eben auch ein Minuswert auf Basis von dem Filter 1 gemacht. Und das gilt natürlich auch für den Oszillator 2, der sich auf den Oszillator 1 bezieht. Dann vielleicht einfach nochmal ganz kurz zur Wiederholung, den Filter 1 kann man durch den Filter 2 durchschieben. Und so, dass der Filter 1 entweder auch zu hören ist oder den kann man ganz ausmachen, dann geht das Audio-Routing vom Filter 1 in den Filter 2 und ab dem Filter 2 kann man den dann einfach dann hören. So, da sieht man nochmal, wie das Ganze gelinkt ist hier. Gelingt es, wenn ich den jetzt auf 100% mache und den drehe ich zum Beispiel zurück auf 50% circa, dann kann ich das hier auch nochmal ändern. Wenn ich das ganz zurückschiebe, kann ich den langsam wieder nach vorne schieben. So, und das ist der Filter des Hive 2. Auf jeden Fall sind diese verschiedenen Filter, also gerade was so die Kammfilter betrifft, diese drei Comp, Dissonant und Reverb und auch den Sideband, für Effekte und für sehr ausgefallene Sounds sehr, sehr hilfreich. Und da lohnt sich das einfach mal so ein bisschen Zeit zu investieren und wirklich nicht in im groben Modus hier durchgehen, sondern Shift-Taste drücken und hier wirklich so in kleinen Stückchen gehen und einfach die richtige Stelle zu suchen in Verbindung mit der richtigen Einstellung hier von den Filtern. Und natürlich, wie ich das vorhin gezeigt habe, kann man auch diese Filter hier nochmal extra modulieren mit dem LFO oder mit einer anderen Modulationsquelle, beziehungsweise gibt es hier vorgefertigt den LFO, der sich auf den bezieht, oder den Mod, der sich entweder auf den bezieht und die man dann hier nochmal umschalten kann, dass man sagt, okay, hier ist Mod 1 oder dieser Schalter soll sich auf Mod 2, also auf dem anderen Oszillator Mod 2 oder LFO 2 beziehen und genauso vice versa auf dem anderen Filter. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine ein bisschen lange Sound-Demo, aber ich finde gerade bei so Filtern, die man jetzt vielleicht nicht tagtäglich benutzt, finde ich das trotzdem mal extrem wichtig, sich die mal im Detail anzuhören und auch mal zu verstehen, wie man da die verschiedenen Sounds findet. Also wie gesagt, nicht in dem groben, ich verschiebe jetzt einfach mal so hoch und runter, sondern eben in der Feineinstellung. Und da sind jede Menge Sounds drin und wie gesagt, im Zusammenhang vielleicht dann nochmal mit einem Delay oder einem Reverb kann man da wunderbare Soundlandschaften für Ambient oder auch für Sounds für Percussion und gerade so metallische Geschichten von den Kammfiltern, also Comp, Dissonant und Reverb, kann man da eine ganze Menge machen. Und natürlich die allgemein bekannten Filter, Low-Pass, Band-Pass, High-Pass, dann eben diese besonderen Filter, Band-Reject und Peaking. So, das war's jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Feedback finde ich immer wieder total schön. Das hat sich in letzter Zeit immer mehr ergeben und ich freue mich da auch jedes Mal drüber und ich versuche auch jedes Feedback, denn es eine Frage ist oder irgendwas in der Richtung, auch zu beantworten. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.